Ach, hey. Wir sind Baby und Tina. Wir haben uns lange gesagt, wie ist Bibi, wie ist Tina. Bibi ist natürlich eine Hexe und eine Hexe ist auch nicht ganz normal. Und die Lina hat irgendwo auch eine gewisse Ähnlichkeit auch mit der Comicvorlage. Und die Lisa wiederum auch mit der Tina. Und deswegen hat es gepasst, ist ein gutes Team. Ich konnte mich auch gut mit Bibi identifizieren. Ja, und deswegen fand ich es auch richtig cool, dass ich die Rolle gekriegt habe. Ich dachte so beim Casting auch so, ja, wenn das was wird, das wäre ja Oberhammer. Und go! Das sind Bibi und Tina, auch von Amadeus und Sabrina. Sie jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind. Weil sie Freunde sind. Es geht um Bibi Blocksberg, die kleine Hexe. Und um ihre beste Freundin Tina, die mit Alexander von Falkenstein zusammen ist. Sophia, darf ich vorstellen, das ist Tina, meine Freundin. Hallo. Freundin, so richtig? Ja, klar. Süß. Es geht auch noch um Eifersucht, um Beziehungen und alles drum und dran. Du hast keine Chance. Da gibt es eine böse Figur, Herrn Karkmann. Und der stellt sich raus, ist überhaupt gar nicht nett zu seinen Tieren und ist auch ziemlich rücksichtslos. Wer sagt denn, dass Hans Karkmann Bösewicht ist? Ich als Hans Karkmann muss sagen, es kann sein, dass mich Leute böse nennen, aber dann sind sie nur neidisch auf meinen Erfolg. Hans Karkmann ist ein Gewinnertyp. Es gibt ja zwei Antagonisten, Figur Karkmann und die Sophia von Gelenbeck, die einen Keil zwischen Alex und Tina treibt. Sophia ist so ein bisschen der Zerstörer in den ganzen Freundschaften. Du und ich zusammen. Ich glaube, ich habe mich auf die Szene am meisten gefreut in der Reithalle von Karkmann. Die Bibi, die hat die Sophia verhext, nachdem ich die beiden Alex und Sophia erwischt habe, wie sie da rumgeflirtet haben. Die ist jetzt so zickig. Ich musste erst mal so ein bisschen kämpfen, damit die Menschen sehen, dass ich nicht so gemein bin. Unglaublich. Auch am Set merkt man, die Stimmung ist sehr gut, so alles ein Happy. Also wenn Lina lacht, dann müssen einfach alle mitlachen. Alle sehr nett, klappt gut, gute Atmosphäre. Bibi ist ein Superstar und deswegen kann man das auch so verfilmen. Es ist eine Comic-Verfilmung und da kann man das mal krachen lassen und auch übertreiben und kitschig sein und traurig sein. Und dann wird eben, wenn es gefährlich wird, gehext und dann ist gut. Und das gefällt mir. Ich mag Hexerei. Ich glaube, es wird echt ein toller Film. Bibi, was soll das denn jetzt? Das ist doch komplett unpassend. Schick. Tschüssi. Weil sie Freunde sind.